So, dann haben wir gleich mal unseren ersten Auftrag für heute. Ich muss Eike ungefähr 1 Kilo Hackschnitzel aufladen, die er daneben kaut hat. Sehr erfolgreich. Jetzt schaue ich gerade mal wegen Wachstum, wie es denn da so ausschaut. Was hast du als letztes gemacht gehabt? Gute Frage. Ach ja, ich wollte häckseln, nicht häckseln, dreschen. Feld 31, kann es sein, dass du das fertig gemacht hast? Ja, da musste er noch, da hat er ja Stroh gehabt, was er aufladen Genau, sollte. genau. Stimmt. Aber ich sehe gerade, bei dir sind zwei Felder wieder fertig. 26 und 34 ist fertig. War zu erwarten. Ja. So, jetzt müsste ich reinkommen können. Vielleicht hat er das Handy mit, sonst müssen wir ihm kurz über das Handy anschreiben, dass er dich mit reinlässt. Ich muss zur Biogasanlage meinen Frontlader holen. Hängt das Spiel eigentlich so lange bei euch beiden, bis ich drin bin? Steht bei dir jetzt beitreten oder was? Wie wird geladen? Bitte warten. Achso, ne, ich kann ganz normal spielen. Ich glaube, er muss erst auf Bestätigen drücken, dass du reinkommst und dann wird erst synchronisiert. Ist auch gut so, weil stell dir mal vor, das wäre jetzt kacke. Ja. Muss ich warten, bis er wieder da ist. Oder wie gesagt, du kannst ihn probieren, um übers Handy zu schreiben. Ah, ne, synchronisiere Daten. Vielleicht hat er es gesehen. Macht er schon. Super. Gestern war ich das erste Mal Laser Tag spielen. Und wie war's? Ja, eigentlich ganz cool. So, aber ich habe voll die Muskelkarte in den Oberarmen. Da muss ich halt ordentlich bewegen dabei, ne? Ja, vor allem du gehst meistens so leicht geduckt und rennst dann auch, oder theoretisch rennen darfst du ja nicht, aber schnell gehen und ist eigentlich schon ganz witzig, ja. Ja, nicht schlecht. Vor allem, es war gar nicht mal so teuer. Wir hatten die von 9 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht Flatrate und die hat, glaube ich, 26 Euro gekostet. Okay. Du hast immer Viertelstunde spielen, Viertelstunde Pause, Viertelstunde spielen, Viertelstunde Pause. War eigentlich echt ganz witzig. Nicht schlecht. Oh, ich dachte gerade, ich hatte ein Problem, ey, weil ich musste die DPI von der Maus her hochstellen. Und ich dachte, ich kann es nicht mehr hochstellen, weil die Taste irgendwie nicht reagiert hat. Und dann war es auf der untersten Stufe und ich kann mich nicht Ah, bewegen. okay. War nicht so toll. So, dann hole ich den Drechsel, den Dreschhammer und dann Dreschhammer war. Genau. Ansonsten kann ich ja eventuell dann für Eike die Pressarbeiten bei Feld 31 übernehmen. Dann kann ich da nämlich eher wieder was ansehen. Damit du dann gleich wieder quasi wieder was hast. Weil solange er da seinen Stroh drauf hat, kann dann natürlich nichts gesät werden. Genau, das ist nämlich das Problem. Guck mal, ob ich den hier überhaupt anhängen kann. Der hat mich richtig wunderschön hingestellt, das Ding. So, schon mal nicht. Coolen Hof hat er, muss man sagen, der Ecke. Ist eigentlich ganz cool aufgebaut hier. Yes, angekuppelt. 190 Liter Hackschnitzel hat er daneben kaut. So, Super. gleich mal in Rechnung stellen. Lohnunternehmen. Zusätzliche Kosten. Ich glaube, es gibt nichts mit Ding aufräumen. Handarbeitskraft. Ich bräuchte Wow. mal deine Hilfe. Okay. Oder warte. Weil hier stehen diese dämlichen Lampen. Und ich komme hier jetzt nicht mehr weg. Müsstest eigentlich das Ding mal rumdrücken. Warte, ich spring kurz in den Pickup. Moment, ich muss doch, glaube ich, erstmal. Warte mal, muss erstmal vorne das. Das. Jetzt hängst du auf dem Warum muss hier so Baumstumpf. viel Scheiß im Weg sein? Das verstehe ich überhaupt nicht. Das geht einem nur auf den Sack. Warte mal, ich muss erstmal das. Das Schneidwerk holen. Genau. Dann ziehe ich dabei den Hänger raus. Wenn du da vorbeikommst, war das diese dämliche Lampe, die auch noch im Weg ist.
Also das ist mit dieser Karte nicht so schön, dass so viele Details sind, wo man einfach nicht durchfahren kann. Das ist nicht so hilfreich. Hast du es? Okay. Kannst versuchen, hier zurückzusetzen. Ich bin dabei. Es geht mit dem Pickup ein bisschen bescheiden. Anders lass es dort stehen, dann versuche ich es da irgendwie drauf zu machen. Wieder eine Lampe. So? So, super. Boah, schaut so aus, als wird's passen. Das reicht. Danke. Bitteschön. Das ist echt eine Qual. Da ist dieser Bauernhof nicht so hilfreich für, was das angeht, was das Arbeiten angeht. Ja, vor allem, warum sie es auch hier dann als Zurücksetzen machen, wo am wenigsten Platz ist dafür. Genau. So, wir hatten gesagt, du hast gesagt, die 26 ist fertig, ne? 34 bestimmt auch, oder? 26 ist fertig und 34 ist fertig, genau. Dann mache ich erstmal die 34, weil da bin ich nämlich gerade. Mhm. Und ich komme auch zu dir und presse dann gleich mal bei 31. Jo. So, auch wenn hier mit auf dem Weg müsste dann der Schneid, die Anhänger für Schneidwerk stehen, weil hier ist am meisten Platz dafür. Wo? Ich könnte auch das Stroh selbst einfahren mit meinem Ladewagen. Dann kaufe ich dir das Stroh ab. Mhm. Ach ja, musste ich eigentlich noch irgendeine Rechnung an irgendwen stellen? Oder irgendwer mir eine Rechnung stellen? Für was? Was vergessen? Glaub nicht, ne? Ne, ich glaube, wir haben gestern alles gemacht, oder? Bin mir halt gerade nicht sicher. Oder wegen was meinst du? Weiß es nicht. Ob da noch irgendwas war. Ich wüsste jetzt nicht, was noch offen wäre. Okay, gut. Ich habe festgestellt, wenn ich sähe und ich arbeite 2 Stunden dafür und ich aktiviere 2 Stunden, dann kostet das genauso viel wie 1 Stunde. Okay. Da ist irgendwie ein Bug drin. Ich muss quasi jetzt in die Rechnung 2 Posten stellen mit jeweils 1 Stunde dann, damit das passt. Achso, was war das hier Raps gewesen? Ja, ich glaube schon. Raps, gut, ja. Dann wollte ich die Ablage auch nicht aktivieren. Oh nein, nein, nicht in den Graben. Geht ja schon mal gut los. Ja, ist gut. Bin rausgekommen. Da werden wir, glaube ich, auch gleich dann, wenn ich das hier eingeholt habe, ein neues Schneidwerk kaufen. Ein breiteres. Okay. Wird dann mit dem Abladen halt immer ein bisschen blöd, aber dann werde ich halt den abkoppeln, das Schneidwerk, und dann halt zum Abladen dann zum Ding abfahren. Ist immer das Beste. Das Problem ist, irgendwann werde ich nicht mehr hinterherkommen mit dem Säen. Ja. Aber du hast also ja auch noch einen zweiten Traktor, oder? Oder generell einen Traktor? Ich habe einen Traktor, ja. Sonst müsste man den halt dann quasi, sonst müsstest du halt dann meine Sämaschine nehmen. Hm. Und dann halt, wenn es ist, selber säen. Genau. Lalalalalala. Irgendwer fällt ein, was fällt. Fuck, der hat seine Presse weggenommen. Die stand hier doch früher. Oder hat er die jetzt irgendwo eingepackt? Ah, hier hat er sie eingepackt. Ah, da drin bestimmt. Ah, und einen Ballensammelwagen hat er auch schon. Kann ich jetzt eigentlich das andere mit abernten? Ja, das andere gehört dazu. Also war es bloß quasi falsch angezeigt. Es gehört zu, sozusagen, es steht auf dem anderen Feld, gehört aber zu diesem Feld hier. Okay. Ist aber also auch Raps, also kann ich es also mit ernten. Wird nur beim Ansehen ein bisschen witzig denn. Hat er hier doch schon die Ballen fertig gepresst? Nein, so. Hier ist nichts mehr. Zumindest ist kein Stroh mehr. Aha. Okay, vielleicht war er schon fleißig. Er weiß, wie lange der schon spielt. Ja. Wenn er nicht online angezeigt wird, soll man nicht wissen, dass keiner. Ronny meckert, dass keiner kommt. Nee. Vor allem, er hat auch nichts geschrieben, dass er online ist. Ich mache jetzt am Ende des Feldes immer einmal links-rechts fahren. Dann habe ich nämlich die Bäume nicht im Weg. Was willst du denn angesät haben auf dem einen Feld hier? Sind wir dann wahrscheinlich auf beiden gleichzeitig, oder?
Ja, also ich mache das hier noch fertig, dann lass das erstmal noch. Ja, ich Ich meine fange hier jetzt. vorne schon gleich mal an. Genau, da. Stimmt, kannst ja schon was sehen, was Ja, am besten. die Guck Frage mal ist kurz bloß, was du willst. in die Lager, Sojabohnen die ich vielleicht habe. mal. Ich glaube davon, warte mal. Genau, Sojabohnen habe ich jetzt gar keine mehr. Da geht der, ist der Preis auch noch ganz gut. Sojabohnen und das nächste wäre dann wieder, dann das Feld 26, wenn ich das abgeerntet habe, wieder Raps. Okay. Ich glaube 40 müsste jetzt noch Roggen haben, ne? Ja, Roggen oder das andere Ding. Hafer? Entweder das Hafer? Hängende oder das Stehende. Das Hängende. Das Stehende ist Roggen. Hängende war, glaube ich, Hafer. Sojabohnen, Gut, hattest du okay. gesagt. Ich war mir grad nicht mehr sicher. Mach das, was du angeschafft hast, Chef. Ja. Chef. Ich denke mal, wenn man das zwei, dreimal abgeerntet hat, hat man das Geld für das Feld schon wieder raus. Ja, mit Sicherheit. Wenn der Preis auch noch stimmt. Ja, genau. Irgendwann brauche ich definitiv eine größere Sämaschine. Wie breit ist deine momentan? Ich glaube 9 Meter. Ah, oh, ist immer noch breiter als mein Schneidwerk. Das ist doch, glaube ich, die, Wobei die mir. wir so immer hatten, oder nicht? Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich 9 Meter sind. Warte mal. Weil meine ist Sämaschinen. schon, meine ist 7,5 Meter und ich glaube, das können auch so Ah, 7,5 ich habe Meter sein. 6 Meter bloß. Oh, okay. Gibt es denn noch eine größere noch? Ja, die nächste, die ich dann kaufen würde. Das wäre dann das Problem, da müsste ich dann grubbern, aber dafür könnte ich gleich mit düngen. Die hätte dann eine Breite von 12 Metern. 12, das ist ja schon mal doppelt so viel. Das wäre schon mal Das wäre auf jeden Fall. nicht falsch. Das Problem ist, ich muss halt dann trotzdem davor grubbern, aber ich brauche sowieso einen Grubber, wenn ich Mais ansäen möchte. Das geht nicht kombiniert, oder wie? Genau, Mais gibt es keine Kombination. Das wäre Also. nämlich schön, weil Mais brauchst du ja auch fürs Gären, ne? Ja, genau. Und für die Tiere, glaube ich, auch, ne? Für Ja, Schweine. genau, ja. Siehst du, so ganz dumm bin ich doch gar nicht, was Habe ich Alice nicht angeht. gesagt. Nee, aber ich weiß es. Oder dachte es. Oder bin der Meinung. Kurzer Lag. Vielleicht ist Eike wieder down im Shop gegangen. Wäre eine Möglichkeit. Kann man auf die Karte gucken, ob er sich bewegt. Na, wenn er Er im Shop steht ist, auf immer jeden noch nicht. gleich da wie vorher. Ist das da unten eigentlich auch Eikes Hof? Da wo er steht, ja. Das ist seiner. Ja. Und dann hat er halt noch irgendwie gefühlt die diversen Hallen rundherum. Ja, na da wo er das die Felder hat, ne? Ja, Also er hat glaube ich genau. nur 30 bis jetzt, ne? Ja. Aber ich 30 finde ist auch. das. Ne, erst du. Ja. Ich sag, macht ja auch Sinn, dass wenn man ein Feld kauft und da eine Halle draufsteht, dass die dann dazugehört. Logisch. So, und jetzt Ja, du? was sollten andere auch damit dann nutzen, ne? Ja. Ich hatte nur gesagt, 30 könnte dann ungefähr auch so viel gekostet haben wie meins. Hat ja fast die gleiche Größe. Ja. Und dann macht es bei ihm auch Sinn, dass er dann auch noch 33 und 35 dann später dazu kauft. Wäre auf jeden Fall eine gute Idee, Wäre das ideal dort die Ecke.
Die Maschine kann ich auch nutzen für Mais, ne? Die Nur für braucht nur ein anderes. Körnermais. Hä? Nur für Körnermais. Dass man quasi den Schweinen verfüttert. Aber für Silage geht's nicht. Da brauche ich dann auch eine andere mal. Ach, da brauche ich das, was gleich verarbeitet, ne? Oder sowas. Ach so, hat er ausgestellt. Hat er das eben gerade erst geschrieben? Ja. Und ich bin Okay. vor lauter Freude gleich auf Enter gegangen und habe meine Mutter ausgeschaltet. Erfolgreich. Es könnte sogar sein, wenn du durch bist dort oben. Du wirst nur langsam gerade. Das weiß ich Ah. auch nicht. Dann müsste ich, glaube ich, schon gleich fertig sein. Da kannst du sogar weitermachen hier mit dem nächsten Feld. Muss halt dann zwei unterschiedliche Rechnungen schreiben. Oder kann, nee, das kannst du kombinieren, Ich ne? kann es kombinieren, ja. Machst, glaube ich, einfach zwei Arbeitsstunden oder je nachdem wie. Nee, Oder drei. ich kann ja das als extra Eintrag eingeben. Einmal für Feld dies und einmal für Feld das. Bevor wir dann 5000 einzelne Rechnungen haben. Dann fange ich von hinten schon mal an, nehme das, den Rest da auch mit und dann muss das schon weitergehen hier. Genau. Das ist Post. So, jetzt gedrückt. Ja, das ist ein Lippen. Ach so, Ah. ja, was mache ich denn da? Das ist eine gute Frage. Wie viel kriegt er denn aus dem Stroh da raus? Ich kann's, Ich ich kenn glaube da pro, keinen. ich weiß sie auch nicht, aber pro Ballen, keine Ahnung, 500 vielleicht? Ich weiß es nicht. Gar keine Ahnung. Vielleicht sind es auch bloß 100. Musst du mal fragen. Ups! Da ist ein Graben. Ja, ich wollte, ich, deswegen meinte ich auch vorhin. Ha, Scheiße! Mir fehlt vielleicht ein Fragezeichen. Weil das ist dunkel wie ein Bärenarsch hier gerade. Darum Man hat er auch sieht die Zeit nichts. vorgespult auf maximal. Ach so. Man sieht einfach nichts. Wird natürlich jetzt teuer dann in der Rechnung, weil ich ja dann quasi die ganze Nacht durchgearbeitet habe. Hey! Ja, wie rechnest du das denn aus Ja, dann? ganz normal, als wäre es halt normale Geschwindigkeit. Ja, wie? Du Ja, musst ja runterrechnen, ich weiß die ja, was ich Geschwindigkeit. ungefähr gebraucht habe. Alter, das Feld ist. Da, wo du gerade schon angesehen hast, da ist schon teilweise was gewachsen. Ja, durch die Geschwindigkeit. Ah, ist immerhin schon mal 0 Uhr. Müsste das ganze Geld auch runtergegangen sein. Jo, sehe ich schon. Tausender, glaube ich, ist weg. Ja, bei mir auch ungefähr. Ich gleich noch eine weitere Maschine jetzt habe. Aber das Gute ist, dadurch, dass ich ja dann, ich habe dann zwar ein größeres Schneidwerk, jedoch muss ich ja trotzdem immer noch die gleiche Zeit warten, bis das wieder gewachsen ist. Und deswegen macht es ja mal keinen Unterschied. Es geht einfach nur schneller für Zum mich die Arbeit. Und Abernten. dann habe Ja. ich auch mehr Zeit für andere Sachen, um das Ja. zum Beispiel anzusehen wieder. Ja, genau. Das schon alles. Ja, ne, je schneller die Ernte eigentlich weg ist vom Feld, desto eher kann man wieder was Neues nachpflanzen. Von dem her, das stimmt schon. Da in die richtige Richtung zu gehen. Gut, dass das Ding Licht hat, ey. Kannst, glaube ich, mit 6 nochmal, also auf den Nummernblock 6 drücken, dann hast du, glaube ich, Arbeitsscheinwerfer hinten. Ja, die habe ich, die macht dann mit F, wenn ich F durchdrücke. Achso. Das habe ich jetzt gemacht. Habe ich das kaputt gemacht oder wie? Nee, das ist ein visueller Bug. Das ist kleiner geworden jetzt Ja, plötzlich. das liegt an dem, ist quasi, das Spiel rechnet das Ganze auch in Chunks aus. Oh Gott, jetzt Mega leckt Lag, gerade. ja.
Garantiert im Shop. Ja, ich mache bei sowas immer, wenn ich weiß, dass es leckt, lasse ich einfach die Finger von allem. Dann bewegt das sich auch nicht. Was machst du eigentlich? Du fährst irgendwie querfeld ein. Ja, weil ich habe jetzt dieses kleine Eck hier drüben gesät. Ja. Und jetzt muss ich hier vorne einmal quer rüber, damit ich dann nicht immer in den Bäumen hängen bleib. Ich muss auch gleich gucken, dass ich hinten die Pfützelreste da hinten noch vom anderen Feld mitnehme. Dass du da nochmal einmal rüber... Ja, aber eventuell könntest du auch einen Icon dann fragen, ob er sich einen Pflug kauft, einen kleinen, dass er die Felder dann verbindet. Oder ich kaufe mir den. Oder so, ja. Weil ich habe ja mit den Feldern die meisten Ertrag. Gut, aber er ist halt der Lohnunternehmer, dann kannst du ihn halt immer beauftragen, hier mach mal, verbinde mal oder so. Ja. Zum Beispiel. Kann ich ihn gleich mal fragen. Ah, es wird Tag. Man sieht endlich was. Man merkt aber echt, wie wenig Raps Ertrag bringt, ne? Wie wenig Ertrag Raps bringt, meinst du? Ja, das habe ich eigentlich auch gemeint. Ich hatte gedacht, wie viel fällt man für wenig Ertrag. Ja, ich weiß schon, was du gemeint hast. Alles gut. So, summa summarum waren das jetzt, glaube ich, 10 Stunden durchgearbeitet. Das heißt, 10 mal säen, das kommt dich dann so auf 17.000 ungefähr. Ja. Ne, ich berechne ganz normal eine Stunde drüben und keine Ahnung. Mach hier mal 2 Stunden. Ja. Ist ein bisschen größer. Ne, ist ja ungefähr doppelte Größe. Ja. Kommt ja ganz gut hin. Das passt dann, glaube ich, schon. Werden wir uns scheinig werden. Genau. Wenn nicht, weiß ich, wo ich du wohne. In Bayern. Na, da nicht. Also nicht genau. Weil ihr seid eh alle gleich da unten. Ja, ihr da oben auch. Ja, ich weiß. Das Ding ist schon 2,4 Stunden gelaufen. Ist eigentlich krass, wie schnell es geht. Ich bin jetzt schon bei 5,3. Ja. Und das sind ja Echtzeitstunden. Mhm. Bisschen erschreckend eigentlich. Ja. Naja, die Zeit geht hier schnell vorbei, ne? Ja, aber wenn wir überlegen, wir spielen jetzt erst seit, keine Ahnung, 3-4 Tagen wieder, oder? Ja. Und haben jetzt aber schon ich habe jetzt schon über 5 Stunden drauf. Mhm. Oh fuck, muss ich jetzt ja echt nochmal extra hochfahren? Scheiße. Das ist ja wieder kleine Pfütze, was fehlt oder was. Mhm. Ich muss auch gerade erstmal abladen. Mein Ding ist jetzt voll. Boah, Träger ist ja schnell. Was ich einnehme, ist unterschiedlich. Hängt vom Preis ab meistens. Hab 14 Ballen gepresst. Dann rechne ich das mal um und mache ihm halt einen Gewinn draus, dass es auch für ihn halt Sinn macht, weil er muss halt die Maschinen bezahlen. Sonst, keine Ahnung, zwei Ballen. Was für Ballen sind das eigentlich? Sind das die... Rundballen. Die Rundballen, mhm. Die, okay. Sonst kannst du sagen, zwei Ballen 100 Euro oder so. Ja, er kriegt halt für einen Ballen kriegt er 442. Ah, okay, ja, dann kannst du also sagen, pro Ballen 100er, oder? Jo. Das wäre eh nicht viel. Das wären 1400, glaube ich, und ich hab's ja, bei mir ist ja ein Nebenprodukt. Ja. Für ihn macht das eigentlich, hat das eigentlich ganz... Kannst du mal fragen, ob er damit einverstanden ist. Er bekommt 4000 dafür bei einem Ball, oder 400. 400. 442, oh. Ist momentan halt. Ist halt kein Bestpreis, aber weiß ja nicht, wie das ist. Ja. Nee, warte, wo schaust du gerade? Nee. Du schaust bei Silage. Du musst unten schauen. Er bekommt 69 pro Liter. Hä? Unten steht der Strohverkauf. Warte mal, war da nicht... Ja, nee, du musst trotzdem bei den eckigen Strohballen schauen. Ach so, doch bei den eckigen. Ja, ja. Gut, dann macht's natürlich dann weniger. Hallo. Hi. Dann 30 pro Ballen oder 20. Nee, du musst ja auch noch rechnen, weil 69 pro 100, pro 1000 Liter und ein Ballen, glaube ich, hat 5000 Liter. Ach so, also wäre es das Doppelte, da sagen wir mal 50 pro Ballen. Ja, also 100 ja vollkommen. 100 für zwei Ballen.
Also 700. Eike, oder? Was sagst du? Er ist taubstumm. Nö, ich bin nicht taubstumm. Wir müssen nur leise reden. War mal recht saufen gestern, ha? Nee, Quatsch. So viel LS. Wir hatten jetzt mal rumgerechnet. Ja. Du kriegst ja, wie war das? Pro 1000 Liter bekommst du ja 69. Oder? Mhm. Momentan. Ja. Der Einbein hatte, wie ich jetzt gesagt? Ich glaube 5000 Liter, oder? 4000. 4000, okay. 4000, also das ist ungefähr das Vierfache. Also 4 mal 7. 250 ungefähr im Dreh. Ein bisschen mehr. Ja. Ich glaube wirklich 50 pro Ballen wäre echt eine gute Lösung, oder? Ja, dann, ich, bei mir ist ja nur Nebenerzeugnis. Ja. 50 pro Ballen, bist du mit einverstanden, Eike? Ja, da kann ich gut mal leben. Okay. Du musst ja auch von irgendwas leben, meine Kinder. Es würde dir vielleicht schon helfen, wenn du deine Traktoren nicht im Feld parkst und somit die Ernte zerstörst. Ja, das ist ja. Dann nutze ich die Ingame-Mechanik, dass das mir vollkommen egal ist. Okay. Ich muss doch, glaube ich, kurz warten, bis ich da die Ecke freigemacht habe. Ne? Weil sonst. Ja, genau. Vielleicht zerstörst du damit die Ernte. Weiß ich gar nicht. Ja, will okay. Kaputt gehen. Ich fahre ich mal zur Seite. Hier drüben hast du schon, ne? Den Einstreifen. Ja. Na gut. Dann parke ich einfach mal so ein bisschen seitlich. So. Oder doch nicht? Doch, doch, alles gut. Gut. Das ruft mir mal. Mein Hub ist lauter als dein. Ja, meine ist ein bisschen mickrig. Bild aus, wenn du umdrehst. Oh Gott. Wie schnell kannst du fahren beim Ernten? 10. Okay. Ich glaube, mit dem größeren Schneidwerk, na gut, auf der Fläche macht das hier keinen Unterschied, aber auf dem Hang dahin zum Beispiel 26 hat er kleine Erhöhung. Deswegen mähe ich da auch immer von, also mähe, ich dresche da immer von Ost nach West, weil wenn ich noch von Nord nach Süd habe ich diese Erhöhung. Ja. Da komme ich dann runter auf 6 ungefähr. Mit dem größeren Schneidwerk wird es noch schlimmer. Mal gucken gleich. Leck! Jemand hat den Shop betreten. Ich glaube auch, ich werde mir dann einen kleineren, also ein größeres Schneidwerk kaufen und das Schneidwerk hier verkaufen und dann eins holen für dieses andere halt, wie heißt es, Mais und sowas? Mais, dann bräuchte ich aber erst nochmal eine andere Sämaschine und einen Grubber. Also es bringt dir eigentlich noch nichts. Außer du kaufst ein Feld, wo einmal Mais draufsteht, aber... Oh, dann... ist auch nicht so wirklich. Hilfreich, nee. Dann warten wir damit erst noch. Dann müssen wir noch warten, bis wir Kohle haben, ja. Aber trotzdem sollte ich das hier, glaube ich, verkaufen, ne? Ja. Oh, ich sollte auch runterlassen. Ich dachte mir gerade, es geht jetzt aber schnell. Kann ich hier mit der gleich zu 26 fahren?